Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir die Pinkbox eingetroffen. Die ist hier drin und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Pinkbox von Mai 2020 verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox bekomme ich in der Kooperation zugeschickt. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle und deswegen darf ich auch an dieser Stelle eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich verlinke dir da alles Mögliche, auch die einzelnen Produkte sind dort nochmal aufgeführt und verlinkt, was ich in diesem Video trage, sei es outfitmäßig, Make-up-mäßig oder irgendwelche informativen Geschichten, die dich eventuell interessieren könnten, stehen alle unten in der Infobox. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann hol das doch gerne hier unten einmal nach. Ich fände es total cool, würde mich mega freuen, denn ich sehe auch, wie wundervoll diese echt sympathische Community wächst und ich freue mich da tierisch drüber. Ja, die Pinkbox kostet im Monat, das ist eine Beauty-Abo-Box, kommt monatlich, kostet monatlich zwischen 15 Euro und 12,50 Euro, je nachdem, was für eine Abo-Form du wählst. Da sind hauptsächlich so Drogerieprodukte enthalten. Du hast da immer ungefähr 5 Produkte drin, also es sind, glaube ich, mindestens 5 Produkte, die hauptsächlich in Full-Size drin sind und ja, Pinkbox ist halt eher so auf die auf der Drogerieseite würde ich das einfach mal so einsortieren. Letztes Mal hat uns das allen, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen, weil es halt auch der 8. Geburtstag war. Jetzt ist Mai. In diesem Monat habe ich Geburtstag. Also nächste Woche werde ich 31. Und ich bin sehr gespannt, was quasi meine Geburtstagsbox dann quasi beinhaltet. Und ja, deswegen klappen wir das Ganze mal auf und gucken rein. Ich habe schon gesehen, dass die ein oder andere schon ein Unboxing hochgeladen hat. Oh, ich musste mich echt zurückhalten. Und ja, das Thema ist Luft und Liebe und das gefällt mir schon mal. Yay! Also wir haben eine Special Box. Finde ich super. Das ist toll. Und die Hände, das ist so liebevoll. Das ist so, ich weiß gar nicht. Ich hatte damals in der Schule, also auf dem Gymnasium, eine Schulkollegin, die hat auch so ganz, ganz toll malen können. Und die hat auch so solche Bilder gemalt mit so verschwungenen Händen und so. Ich erinnere mich immer wieder an sie, mich, ich werde immer wieder an sie erinnert, wenn ich solche Bilder sehe. Wir haben jetzt leider keinen Kontakt mehr, aber ja, finde ich ganz cool. Dann haben wir hier so ein Heftchen mit Gutscheincodes drin und eine Zeitschrift ist auch mit dabei und zwar die Brigitte. Das ist die Ausgabe, weiß ich nicht, Sommer, die Brigitte Nummer 10. Mittwoch, 22.04.2020, ach, das geht ja, ne? Deutschland 3,70 Euro. Also, ne, das wird auch mit einberechnet bei mir gleich in der Gesamtwertung der Box. Und ja, das ist eine schöne Zeitschrift, die steht bei uns dann immer im Zeitschriftenständer im Badezimmer. Wie ich lerne, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, das muss ich mir auf jeden Fall mal durchlesen, dieses Selbstcoaching. Ich finde es auch immer ganz cool, wenn da, oh, darf ich das überhaupt zeigen? Nein, hier sind Möppis abgebildet. Eine Dessous-Werbung. Ja, schick. Ich finde es immer ganz cool, wenn da halt auch so... oh, ist der alt geworden? Den Schauspieler kenne ich doch noch. Da hat er in irgendwelchen Jugendfilmen mitgespielt, ne? Wird auch nicht jünger. Ich mag das... Ich höre immer mittendrin auf im Satz, ne? Oder ich fange mittendrin an. Das ist bei mir öfter so. Ich mag das ganz gerne, wenn da auch Produktproben drin sind. Das hast du hier jetzt nicht. Aber na, es ist jetzt eine aktuelle Zeitschrift. Finde ich ganz cool, wie gesagt. Und jetzt gucken wir in die Box und ich labere schon 4 Minuten. Entschuldigung. Ich entferne den Deckel und da steht immer drin, du bist schön. Das finde ich nämlich bei der Pinkbox super sympathisch. Das ist so dieses... Die vermitteln einem ja sowieso dieses ganze rosa Feeling, dieses ganze Positive und das mag ich. Ja, ich bin auch so. Und ja, deswegen gefällt mir das. So, hier haben wir die Box und ja, ein Klebi mit einem Herzchen drauf. Dieses Mal ist es ein Herzchen, sonst ist es ein anderes. Und dann haben wir hier ein pinkes Seidenschleifchen und ein schwarzes Seidenpapier. Aber ich rieche zuerst immer an der Box. Riecht aber immer nur nach Papier jetzt gerade. Schade. Ja, wir öffnen mal das Seidenschleifchen. Oder übrigens, weil ich hatte Nase im Papier, Papier in der Nase. Das war uncool. Ich versuche mal den Klebi zu lösen, ohne das Papier zu zerreißen, aber dieses Mal ist es mir jetzt leider nicht gelungen. Schade. Da fällt schon das Heftchen, wo drin steht, wo was drin ist, raus. Und wir sehen hier den ersten Blick in die Box. Und es sieht schon mal sehr pink aus. Liebe Pink Lady, Hand aufs Herz, was braucht man mehr zum Leben als Luft und Liebe? Was gibt es Besseres, als jemanden gern zu haben? Egal, ob du ein Familienmitglied, eine Freundin oder deinen einzig wahren Herzbuben besonders schätzt, nimm dir ruhig die Zeit, deinen Liebsten zu sagen, wie wichtig sie dir sind.
Dir fallen die Worte schwer? Wir haben die Lösung. Beschrifte die Box mit einem Namen, befülle sie mit kleinen Goodies und schenke sie einem deiner Lieblingsmenschen. Oh ja, voll cool. Ach ja, natürlich wünschen wir dir ganz viel Freude mit deinen Beauty-Highlights. Mit ihnen können wir nämlich zeigen, wie lieb wir dich haben, dein Pinkbox-Team. Ach, das ist ja nett. Dankeschön. Und hier ist, oh, guck mal, hier sind Horoskope drin. Zwilling und Schütze. Zwilling und Schütze. Ach so, nee, wie die zusammenpassen. Mein Freund ist auch Zwilling. Oh, am 17. sind wir 14,5 Jahre zusammen. Läuft bei uns. Und ja, wir ergänzen uns sehr gut. Und meine zweigeteilte Persönlichkeit und seine zweigeteilte Persönlichkeit passen sehr gut zusammen. Das ist verrückt, aber so ist das nun mal. Schon wieder gelabert und kein Produkt in die Kamera gehalten. So läuft das bei mir. Hier haben wir das erste Produkt und zwar ist es von Bilou ein Produkt. Cherry Kisses from Bilou. Ein fliegender Cremeschaum. Oh Mann, eigentlich wollte ich solche Produkte nicht mehr verwenden, aber mit Cherry und Cherry Kisses und Herzchen drauf. Ach, das Design ist auch immer so nett. Das mag ich unheimlich gerne. Ach, ich glaube, das muss ich doch mal benutzen, oder? Oh, das riecht unfassbar süß, aber so geil. Ich habe jetzt aktuell auch ein Shampoo von The Body Shop unter meiner Dusche stehen, was nach Erdbeere riecht. Das ist so, so geil. Macht auch schöne Haare, wie man sieht, ne? Ich habe ja blonde Haare, aber halt nicht gefärbt, sondern naturblonde Haare. Und ja, meine Zotteln übrigens, herzlichen Glückwunsch. Ja, freue ich mich drüber. Finde ich cool. So, als nächstes haben wir ein Lippenprodukt. Cool, ich habe jetzt gerade kein Lippenprodukt drauf, deswegen passt das. Ja, wir haben ja öfters von Alverde tatsächlich was drin. Ich habe ja gesagt, Drogerie hast du viel hier mit dabei. Und das ist Color and Care Vinyl Lipgloss. Okay, die mag ich eigentlich nicht so gerne, weil die so Fäden ziehen. Aber ich kann es ja mal ausprobieren, oder? Ja, komm. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn bei der nächsten Pinkbox-Ausgabe bin ich dann schon 31. Ja. Puh, hammerhart. Ja, der wird relativ fest sein, hat ein sehr, sehr kleines Füßchen. Das heißt, du kannst damit auch sehr präzise arbeiten. Oh, der riecht aber sehr geil süß. Der riecht so nach, ja, schon nach Kirsche irgendwie. Ein bisschen mit nach Brause. Ich mach den mal drauf. Also die Farbe gefällt mir richtig gut. Der macht auch echt weiße Zähne. Der ist toll, ne? Der passt jetzt auch gerade zum Look. Das ist übrigens ja mit der Zoeva-Palette geschminkt, Voyager-Palette. Ja, gefällt mir. Finde ich wirklich toll. Das ist wirklich so girly-mäßig. Passt farblich auch super mit diesem Cherry Kisses-Ding gut zusammen. Der riecht auch angenehm. Die Lippe ist ja direkt unter der Nase. Das heißt, man riecht das. Man muss dieses Süße mögen, ansonsten wird einem das vielleicht stören. True Peach ist übrigens die Farbbezeichnung. Riecht das nach Pfirsich? Möglich. Ich hätte jetzt aber eher nach Kirsche gesagt. Wahrscheinlich, weil ich auch eben Kirsche gerochen habe. Keine Ahnung. Gefällt mir auf jeden Fall. Und ich feiere es immer, wenn wir dekorative Kosmetik mit in den Boxen mit drin haben. Das ist vom Design jetzt ja natürlich so ein bisschen dieser Kylie Jenner-Style, ne? Mit diesem runterfließenden Flüssigkeit. Aber gefällt mir. Und wenn das auch noch Pflege gibt, weil hier steht der Color and Care, nett. Sag ich nicht nein zu. Das mache ich gerne mit. So. Yay! Oder? Weiß ich noch nicht genau, ob yay. Ich habe nur gelesen, Fräulein B, But First Skincare, praktischer Petting Sponge zum Auftragen von Gesichtswasser oder Toner. Wie geil ist das denn? Ich habe schon einige Pinsel von denen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war das Silikonpad. Dann habe ich dieses Abschminkpad, hat mir auch richtig gut gefallen. Befeuchten Sie Ihren Petting Sponge ca. 10 Sekunden mit Wasser, bis der Schwamm weich ist. Drücken Sie überschüssiges Wasser aus dem Schwamm und tragen Sie Ihr Gesichtswasser bzw. Ihren Toner auf. Klopfen Sie nun Gesichtswasser bzw. Toner sanft auf Ihr Gesicht. Okay, das will ich sehen, was das ist. Das sieht aus wie ein Lolli. Das ist ja geil. Also du machst es erst nass. Wahrscheinlich halt ähnlich wie bei Make-up-Sponges, ne? Damit es halt so ein bisschen weicher wird. Das ist so an so einem Stiel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange das Ding dann hält, weil so lange, weiß ich nicht. Ich werde das auf jeden Fall verwenden, weil ich sonst nehme ich immer Toner gerne so mit, Toner nehme ich sonst gerne in so eine Sprühflasche mit auf, aber läuft, ne? Ja, cool. Witzig. Dafür stehe ich auf Beautyboxen auch wieder, weil du halt so fancy Produkte drin hast, die du so einfach noch nicht im Laden gesehen hast, ne? Also irgendwie so Neuheiten und irgendwie, ich weiß nicht, wie cool. So,
Dann habe ich hier von, oh ja, cool, von Tee bei TT Sipt ein Meersalz-Öl-Dusch-Peeling samt Haut, 2-in-1 Peeling und Pflege, 100% naturreines Meersalz und reichhaltiges Mandelöl für unvergesslich glatte und zarte Haut. Ja, super. Das kann ich gut gebrauchen. Ich bin zwar eher so ein Fan von Zuckerpeelings, ne? Also lieber Zucker als Salzpeelings. Aber es wird auf jeden Fall heute Abend, heute ist Dienstag, verwendet. Finde ich cool. Das finde ich cool. Ja, geil. Cool, 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 cool. So, eins haben wir noch. Melusine Paris. Melusine Paris, okay. Das ist so eine schöne mintgrüne Schachtel. Das ist irgendwas Französisches. Paris. Oh. Das ist ein Jade-Roller hier drin. Ja. Prinzipiell ist es cool. Aber ich hatte schon mal einen Jade-Roller. Und ich bin da echt zu faul für. Aber ich glaube, das ist echte Jade, oder? Guck mal, wie hochwertig der aussieht. Wow. Der sieht echt gut aus. Ich will da jetzt nicht allzu sehr dran rumdrehen, weil das kommt demnächst in eine Verlosung. Und der Stiel ist tatsächlich auch aus diesem Stein. Finde ich mega schön. Doch, das ist cool, ne? Und damit kannst du dann quasi Serum einarbeiten, deine Augenpflege einarbeiten, allgemein Kram ins Gesicht einarbeiten. Wenn wir eine Gesichtsmaske gemacht haben und dann noch das Serum auf dem Gesicht haben, kann man das damit auch schön einarbeiten. Ich bin einfach zu faul dafür, ne? Also da bin ich ehrlich. Hatte ich schon mal, verwende ich einfach nicht. Deswegen packe ich den schnell wieder zurück in sein Päckchen und in sein Schächtelchen. Und dann kommt er demnächst in eine Verlosung. Aber die anderen 4 Produkte, die hier in der Box mit drin waren, finde ich gut. Ich meine, das finde ich auch gut, ne? Aber bin ich halt einfach kein Fan von. Und das ist jetzt keine Claudia-Box, sondern es ist einfach die Pink-Box, ne? Und die sind ja aktuell sowieso total angesagt. Deswegen finde ich es auch gut, dass es mit drin ist. Aber ich finde schon, dass die Box cool war. Die Box hat sich tatsächlich auch für mich gelohnt. Und ja, ich denke auch, dass sie sich für andere lohnen würde. Ich packe dir ja immer bei solchen Unboxings auch Umfragen in die Ecke, ob die Box sich für dich gelohnt hat. Da kannst du gerne auch mal dran teilnehmen an der Abstimmung. Ich finde es wirklich spannend. Ich finde vor allem das Lippenprodukt gerade richtig cool. Im Laden hätte ich da echt nicht zugegriffen, weil halt Vinyl draufsteht. Und bei Vinyl ist es bei mir immer so, dass es Fäden zieht, weil das so hart wird und sich so festsetzt. Und so ist es, als hätte ich einfach nur eine Lippenpflege drauf. Und das fühlt sich wirklich gut an. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das Ding feiere ich einfach hardcore, weil ich das so witzig und fancy finde. Ob ich das dann wirklich so exzessiv verwende, weiß ich nicht. Aber ich werde es mal testen. Duschpeeling wird heute Abend verwendet. Die Dusche wird demnächst unter die Dusche kommen. Ich habe jetzt gestern leider erst ein neues Duschgel aufgemacht. Aber dann kommt es halt erstmal in die Backup-Sammlung. Aber geile Box, hat mir gut gefallen. Denk auf jeden Fall an die Verlosung und ja, denk vor allem auch dran, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, denn das würde mir total helfen und ja, freut mich auch sehr. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!